Können Sie mich gerne bei der Polizei anzeigen. Standard Zytex-Move. Tatsächlich ist das auch so eine Standardantwort, wenn mir jemand im Dienst auf den Sack geht. Also ich hatte das jetzt schon öfters mal, dass dann irgend so ein Hampelmann kam und sagte, ja, also ich finde das, wie Sie hier arbeiten, das gefällt mir nicht. Bruder, übrigens seine Stimme, mit der er immer lauter nachgemacht hat. Hier ist meine Personalnummer, Alter. Du rufst jetzt bei meiner Firma an und sagst denen, dieser Typ hat dich schlecht behandelt. Mhm. Und dann werden die das zur Kenntnis nehmen, auf ein Blatt Papier schreiben, dann werden sie das Blatt Papier nehmen, in den Abfallbehälter schmeißen und dann hat sich die Sache erledigt. Nein. Ja, dürfte ich das jetzt sagen? Sorry, mir ist jetzt der Name rausgeflutscht, aber ich denke, es ist okay, oder? Was, von meiner Ex-Freundin? Ja. Ist mir doch völlig lotte, Alter. Rausgeflutscht ist er mir, wie doch ein Stück Kacker. Das juckt mich doch überhaupt nicht. So, jetzt machen wir hier mal dicht. Und dann sorgen wir dafür, dass der gute Elektrokopf hier bestmöglich gleich ausrastet. Die gute alte Elektrotitte. Ab durch die Mitte, Elektrotitte. Morgen dann Brief im Postkasten. Copyright-Beschwerde. Klar. Na. Ja, Monster, ich denke, du hast dein Spiel jetzt gesoftlockt. Es tut mir leid, aber... Du hast dein Spiel gesoftlockt. Ja, hab ich ja auch. Beabsicht. Und du machst es gerade nochmal genauso wie eben auch. Ja, weil es bis dahin ja auch richtig war. Wer schreibt mir denn? Hä, er hat's von selber gemacht. Ja, keine Ahnung. Egal. Alles gut, wir haben's. GG. Okay. Speichern. Save Game. Jawohl. Wer schreibt dir denn um diese unchristliche Uhrzeit? Samsung hat mir Werbung am Handy angezeigt. Das glaubst du ja auch nicht. Was war das heute? Netflix. Netflix am Handy. Ich hab normalerweise, wenn mein Handy, wenn der Zytex irgendwas von mir will, wenn er ein bisschen zu enthusiastisch ist, dann geht es ungefähr so. So von Nachrichten her. Und legit genau so ging das heute. Dann habe ich mir gedacht, so, ist er jetzt wirklich wach? Ist er das? Gucke ich aufs Handy. Netflix. Ja, hey, schau mal bitte hier, die Serie, die gibt's nur noch bis da. Und da guck dir das an und das wäre auch noch was für dich. Und das erscheint bald. Die haben ja komplett eskaliert, Mann. Alter, das war... Ja. Das war sehr interessant. Aber du machst das auch, aber du machst das im Discord. Ich bin im Discord, alles ist in Ordnung. Ich war sogar schon im Discord-Channel, er hätte nur joinen müssen. Er schreibt, düdüm, 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 düdüm. Und wenn du gerade im Game bist, schön in der Cutscene, dann kriegst du richtig Hals. Dann kriegst du richtig Hals. Du bist auch so ein Bouncer, oder? Ich bin ein was? Ein Bouncer. Was für ein Bouncer denn? Ja, so heißen im Englischen die Türsteher. Bouncer. Okay. Denk ich zumindest. Die nennt man Bouncer. Hör ich gerade zum ersten Mal, okay. Kannst du mal googeln. Google das mal jetzt. Also bitte, damit ich jetzt weiß, ob ich falsch liege. Das würde mich interessieren. Ah. Er ist halt legit in Deckung. Ja, easy. Ich bin smarter Boy. Ja. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Und jetzt können wir... Warte, stopp! Ja. Dreh nochmal um. Hast du den Hebel nochmal betätigt, dass das Wasser wieder hochgedingst Nein. wird? Soll ich? Nein, du musst das Wasser ja oben haben. Okay, ich hab's getan. Okay. Ach ja. Zytex. Yes. It is Zytex.
Spidex. Geht's gut? Das ist Skyfall Intro Lied mit Zytex statt Skyfall. Hab ich nie gesehen. Oh, nein. Ich habe legit nicht einen James Bond Film gesehen. Nie. Wirklich nicht? Die sind gut. Nein, ich mach die nicht. Was? Also ich habe diese goldene eingesprühte Trüller da gesehen, aber. Also James Bond ist schon wirklich gut. Na, feier ich gar nicht. Jetzt haben wir immer noch einen Weg zurück im Notfall. So. Mhm. Wir gehen jetzt hier. Die Tür ist zugegangen. Jetzt gerade ist sie zugegangen. Hast du es gehört? Jetzt sind wir hier im Enclosure. Wir sind eingesperrt. So, und jetzt drücken wir den Knopf. Und wenn jetzt das Wasser weg ist, hast du Pech gehabt. Jetzt ist der offen. Ja. Und hier muss es irgendwie einen anderen Weg geben. Weil das Wasser wird weg sein. Ja, es ist weg. Das heißt, jetzt müssen wir uns einen Weg suchen. Alles gut. Alles gut. Jetzt müssen wir da drin wieder irgendwie einen Weg nach oben finden. Okay. Hast du deinen Vaginalherpes eigentlich schon behandelt? Ich habe den Abstrich gemacht, den solltest du doch mal untersuchen. Auf Geschmack. Ach so, ja. Bist du aber kam rausgekommen? Ah, noch nicht. Okay. Ich nicht zu. Spaß. Was glaubst du, was der Arzt sagen würde, wenn du dem eine Pinkelprobe mitbringst und da ist legit einfach nur Apfelsaft drin? Sie haben eine vitaminreiche Ernährung. Fällt uns hier irgendwas? Danger, Max Level. Ha. Die Tür ist zu. Okay, warte, pass auf. Der Typ betätigt den Hebel, geht da hin, bringt wieder was? Springt da rein, geht auf die andere Seite. Jetzt gewöhne ich mich sogar schon an den Alarm. Hä? Bro. Ja. Lad doch mal das Spiel. Okay, warte, stopp. Du musst noch mal zurück in die Tür. Ja. Geh da wieder rein. Jetzt geh nach rechts gleich am Ende. Achso, ne, warte. Ich muss kurz gucken, warte eben. Soll ich hier den Hebel wieder betätigen? Nein, warte. Geh mal aus dem Becken raus. Geh mal wieder zum Anfang. Den Wasserspiegel wieder erhöhen oder was? Mach das mal. Geh nochmal zu dem Schalter da hinten. Nicht zu dem. Geh wieder zurück.
Problem ist halt, jetzt ist hier nichts mehr drin. Ne? Also wir müssen es schon machen. Können wir nicht einfach Koop spielen oder so? Dann machst du jetzt warte mal eben. Wenn ich dort hinten bin, an. Bro, fick dich! Was? Betätige den Hebel. Was ist denn jetzt los? Wieso wird er denn jetzt so vulgär hier? Geh zurück! Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was dieses vulgäre Verhalten erklärt. Geh zurück! Fuck. Nicht dahin! Alles gut, alles gut, alles gut. Beruhigen wir uns. Nein, 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 ich will nichts hören. Geh. Ich gehe dahinter, jetzt bin ich gespannt. Jo. Geh dahin, ja. Geh zum Knöpfchen. Gespannt. Betätige das Knöpfchen. Geh zum Knöpfchen. Betätige egal, was jetzt passiert, das ist deine Schuld gewesen, weil deine Aussage war, bei denen ist da Wasser. So, Tür ist zugegangen. Aber ich habe eben auch was gesagt und das war tatsächlich richtig. So, und jetzt? Geh zurück. Wohin? Da, wo jetzt kein Wasser mehr ist. Ja. Und dann gehst du weiter. Nein, nein, du sollst nicht sterben. Ja, was redest du denn mit weitergehen? Lad das Spiel. Mach mich nicht fertig. Wo soll ich hingehen? Ist mir egal, lad einfach irgendwas. Soll ich wieder in das Wasser runterspringen? Nein, sollst du nicht. Ich geh jetzt hier rein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich drück den Knopf. Er ist auf. Geh auf das Geländer, ohne dass du stirbst. Geh auf das Geländer, ohne dass du stirbst. Bleib stehen. Bleib stehen. Hängel an der Decke. Und jetzt schau dich mal in Ruhe um. Nicht an der Decke, oder? Ja, geh mal noch ein Stückchen weiter auf dem Ding da. Hä? Nach links. Wie nach links? Da hoch. Oh nein. Ja, mein Glückwunsch. Und ja, bei den anderen war Wasser, weil er dann nochmal hin muss. Ist trotzdem deine Schuld. Du musst... Nein, ist es nicht. Doch. Nein! Doch. Ich hab eben einmal gesagt, hangel dich an die Decke. Das so geht nicht. Es ging auch nicht. Du Fischaugen-Gorilla, kannst doch selber mal du die Augen aufmachen. Du Warzenschwein! Ich hab keine Siegelmunition mehr. Wie es aussieht. Was? Wir haben uns nicht gesoftlockt, wie es aussieht. Ja, kannst mich meinen. Oh doch, wir haben uns gesoftlockt. Also indem ich dann versucht habe, den angeblichen Softlock zu fixen, ja. Ja. So. Es ist alles Monsters Schuld. Ach. Was war denn das jetzt? Like das Video, wenn ihr Zytex gut findet. Like das Video, wenn ihr Monster gut findet. Aber meins zählt zuerst. Da ist auch wieder Wasser drin. Guck mal, die haben voll gecheatet, da ist jetzt auch schon wieder Wasser drin. Mhm.
Meine Güte, ja, das Level ist gleich vorbei. Das war vor 40 Minuten. Eins in den Chat. Aber wer bist du denn? Hitler. Leute, was ist los mit dem? Du hast angefangen mit dem Hitler. Ja, er schaut halt, wenn er liegt, auch so aus. Es tut mir leid. Schaut euch den Film an. Ich wollte gerade was sagen, aber das bringe ich jetzt echt nicht. Sag's. Nee, das geht sagst nicht. Sagst du erst mir und dann sagst du es. Warte, ich mute dich jetzt und dann sagst du es mir. Wo ist es denn? Warte, ich muss das finden, wo ich dich mute, lol. Hab dich gemutet. Man hört dich nicht mehr? Ja, ich schwöre. Natürlich, ich entmute dich jetzt wieder. Oh Mann, okay. So, Knopf gedrückt. Jetzt gehst du wieder zum Wasser. Alter, es ist laut. Speichern mal ganz kurz. Och, du hast dich gesoftlockt. Tut mir leid. Ohne mich wärst du gar nicht in der Lage, dieses Spiel überhaupt zu spielen, ja? Und wie ich das wäre? Keine Secrets! Und die Decke hättest du auch nicht gefunden. Ich glaube, ich muss kotzen. Siehst du? Ohne Hilfe. Fuck you. Ja, also bei den anderen ist da schon Wasser. Schwimm in die Luke, Alter. Schwimm einfach nur in die Luke. Schwimm gleich in deine Luke rein. Das möchte ich nicht. Obwohl, Lara dürfte an jede meiner Stellen, Alter, also wirklich überall dran. So, und jetzt schwimmen wir hier hoch und dann sollten da die letzten zwei Secrets sein. Dann haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, ob du von da aus zu den Secrets kommst. Es kann auch sein, dass wir das alles nochmal machen müssen, weil du von außen hättest zu den Secrets gemusst. Jemanden wie dich würde Lara nicht mal angucken. Du machst mich krank. Kick. Jetzt nimm's auf. Wie viele Folgen hat dieses Level mittlerweile? Viele. Mhm. Ja, dann 5, 6, 7 ungefähr. What the fuck? Ja, jetzt musst du schon ungefähr einen Kompass spielen, wo ich hin muss. Es gibt hier zu viele Löcher. Das Ängste ist meist das Gute. Lol. Obwohl, nee, theoretisch nicht. Aber ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Am Ende heißt es wieder Zeittext, reiß dich doch mal zusammen. Hey, 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 hey! Ah, dieser Stress, ey. Ein Heilkristall. Ich fühle mich geheilt. Was los, Zeitex? Ich krieg zu viel. Und du scheinbar auch.